Hallo und willkommen zu einem neuen Transformers Pickup Video. Es gibt einiges neu in der Sammlung. Um was es sich handelt, seht ihr gleich. Ich habe in verschiedenster Hinsicht neue Sachen in meiner Transformers Sammlung, von klassisch bis hin bis neu. Und ja, ich habe gedacht, ich zeige euch. Ich habe so viele Highlights, ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ich fange mit Computerspielen an, denn das ist das Einfachste. Ich habe zwei neue Spiele von Transformers in meiner Sammlung. Relativ, und zwar einmal die Demo, habe ich mir gekauft, von Transformers. Das ist von dem Transformers Armada Spiel. Diese Version mit Deutsch fehlte mir noch. Ich habe eine internationale Version. Jetzt habe ich sie auch mit dem deutschen USK-Logo. Das ist die Demo, das kann man ganz leicht erkennen. Oben ist es schwarz, würde es die... Also hier oben schwarz, würde das bei PlayStation 2 weiß sein, ist es eine Promo. Und hier ist eben halt Optimus Prime freigeschaltet. Somit kann man so ein bisschen mit Optimus Prime die Levels erkunden. Ja, das gibt es auf jeden Fall neu. Und genauso auch eine Promo auch für die Xbox 360 von Transformers Fall of Cybertron. Das ist das normale Spiel komplett. Aber eben halt, Cover ist ein bisschen matter. Und hier haben wir für Promotional Copy Not for Resale draufstehen, und hier drin ist wirklich nur die Disc, diesmal im Top-Zustand. Ich habe den Vorgänger in einem nicht so schönen Zustand als Disc, aber funktioniert. Naja, und jetzt fehlen mir nur noch die PlayStation 3 Promos, und dann habe ich das auch, dieses Teil der Sammlung, abgeschlossen. Ja, gut, Promos bin ich ja sowieso gerade am Sammeln, aber von Transformers gibt es nicht so viele. So, was habe ich sonst noch neu? Und ich gehe gleich mit Highlights weiter. Es begann eigentlich damit, dass der liebe Flo, der Bürgermeister, ich grüße dich an dieser Stelle, mir gesagt hat, Mensch, er hat vielleicht noch jemanden, der Panini-Sticker-Tüten von Transformers, von dem Sticker-Album hat, und wollte mir welche besorgen, hat nicht geklappt. Dann hat zufällig einer bei Kleinanzeigen welche angeboten, pro Tüte glaube ich so 9 Euro. Ist viel Geld, weil wir haben mal 50 Pfennig gekostet oder weniger sogar. Ja, aber über die Zeit hinweg, die sind wie gesagt in Deutschland um die 1990 erschienen, in England schon 86, zum Zeitgleich mit dem Cartoon. Jedenfalls habe ich gesagt, okay, ich brauche Stickertüten, und der hatte dann Stickertüten zu verkaufen, und ich habe dann eben halt zwei Stickertüten genommen, und noch zwei weitere Serien hat er verkauft, oder zwei weitere Sticker-Serien, kann man so sagen. Da habe ich auch gleich mitgenommen. So, jetzt zeige ich euch erstmal die Transformers-Sticker. Zwei Tüten habe ich. Die bleiben auch geschlossen, weil das Album ist bei mir komplett. So, hier seht ihr die Sticker-Tüte. Zweimal. Richtig hübsch. Und dann kamen noch zwei Sticker-Tüten. Das eine ist auch Kindheit, und das andere ist, glaube ich, ein Album, was nicht in Deutschland erschienen ist, aber in Europa, also ich weiß in Belgien und ich weiß auch in Holland und in der UK, also in England. Und zwar einmal Action Force, das ist eigentlich G.I. Joe, aber eben halt Action Force war so der europäische Name davon. Da habe ich mir auch eine Sticker-Tüte für die Sammlung zugelegt, werde ich auch nicht aufmachen. Und das ist noch meine Kindheit, ich habe da schon eine andere Tüte von, die ist aber nicht abgeschnitten, und irgendwie fand ich das trotzdem toll. Rückkehr der Jedi-Ritter, Return of the Jedi, da gab es auch nur das in Englisch, eine Tüte von 83, glaube ich, war die. Also richtig schön. Nee, ja doch, 83 steht hier drauf. Musste auch sein. Zeige ich jetzt in diesem Zusammenhang, weil es der Kauf mit war. Und er hat auch noch ein Lehralbum angeboten. Ja, und also habe ich mir für 10 Euro nochmal ein Transformers Lehralbum mitgenommen. Das ist richtig schön. Hier ist wirklich nichts drin. Es wird auch nicht von mir beklebt. Es fehlt hier aber die Karte zum Nachbestellen, seltsamerweise. Es ist ein bisschen geknickt, deswegen war es auch günstig. Es ist nicht mehr so günstig in solchem Zustand. Das Witzige dabei war, er hat mir noch einen Umschlag mitgeschickt. Der ist lose, da ist kein ND. Also hier ist wirklich nichts weiter drin. Aber das ist in einem Traumzustand, das kann man sich so an die Wand hängen. Richtig klasse, gefällt mir richtig gut. Deswegen habe ich das auch da so reingelegt zum Schutz. Und ich verbinde ja mit dem Album sehr, sehr viel. Ich habe jetzt hier sogar meine beiden, ich habe zwei Alben, ja, ich habe zwei Alben. Das sind meine beiden Alben. Ich habe übrigens mal ein Video gemacht, verlinke ich einfach mal hier.
wo ich das Album durchblättere. Und Transformers habe ich hier einmal in Englisch. Das ist wirklich die UK-Version. Die ist auch vollständig. Ich habe sie alle eingeklebt. Die UK-Version habe ich bekommen von meinen Nachbarn damals. Und zwar, die waren um 86 herum in England im Urlaub und haben mir das mitgebracht mit 10 Stickertüten. Vervollständigen konnte ich das aber erst 1990 etwa herum, 89, 90. Da ist es erst in Deutschland erschienen, denn dann ist auch erst in Deutschland der Cartoon gewesen. Die Toys gab es auch schon ein bisschen eher, aber richtig nochmal 1990, da gab es eine Riesenwelle, unter anderem diese ganzen Goldboxen. Und dann wurde auch das Album nochmal richtig rausgebracht und ich konnte endlich das Album sammeln. Ich meine, ich habe versucht, bei Panini Stickertüten zu bestellen, die haben aber nicht reagiert. Ich habe sogar Geld hingeschickt, glaube ich. Habe ich nie was von gehört. No, ja, und wie gesagt, da habe ich mein Album. Ihr seht auch, hier ist kein Unterschied. Und das ist jetzt das deutsche Album. Und es gibt zwei Versionen dieses Albums. Und mein Album hier, das ist mein deutsches. Ihr seht auch, das habe ich auch vollständig. Hat hier einen Sticker mit Werbesticker. Und hier steht dann mit 6 Bildern. Da war so ein Sheet drin. Oder so ein, mit 6 Bildern auf einmal. Die habe ich jetzt hier nicht mehr drin. Ihr seht, nachbestellen, ich weiß nicht, ob ich das rausgenommen habe. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob es drin ist. Ich müsste echt überlegen, aber ob es überhaupt drin war oder ob ich nachbestellt habe auch, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kommt man nachbestellen. Meistens gab es ja diese Seite da drin. Hier muss ich sagen, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Und irgendwo habe ich, glaube ich, noch die Sticker. Ich zeige das, glaube ich, in dem Video, die da 6, die dabei waren. Auf jeden Fall, das sind meine beiden Alben und ich bin da sehr stolz drauf, die komplett zu haben. Echtes Stück Kindheit. Und ja, bin ja Transformers schon 86 Fan gewesen, als es noch im englischen Fernsehen lief oder gerade gestartet ist, in Deutschland nicht. Wir konnten hier kurze Zeit den Sky-Sender von England empfangen, da war noch kein Pay-TV und da habe ich dann morgens am Wochenende Cartoons geguckt, He-Man, Masters of the Universe, Inspector Gadget, Mask, G.I. Joe lief da, Robotech und auch Transformers. Und Transformers hat mich in seinen Bann gezogen. So kam natürlich diese Sammlung und die Liebe dafür, ja, voll zur Geltung. Ja, also das habe ich, das schöne Stück Kindheit habe ich mir dann zugelegt. Und ähnlich weiter geht es jetzt auch mit, ja, etwas Neuem und gleichzeitig Alten. Ja, wie fange ich am besten an? Und zwar habe ich 3 Sachen bestellt bei Hasbro Pulse. Die kam dann auch hier unter anderem eine neue Figur aus der Studioserie und zwar Ratchet zum Movie von 1986. Bisschen akkurater oder Cartoon-akkurater, gefällt mir richtig gut. Und dann muss ich jetzt da vorstellen. Auf jeden Fall ist klar eine Neuinterpretation, aber gefällt mir gut und ich habe ja einige davon. Nicht so gefällt mir, dass jetzt hier ein Fenster nicht ist, sondern dass es einstauben kann. Und das ist ein bisschen schade, aber egal, das gibt Schlimmeres. Gleichzeitig sind auch 2 neue oder alte Figuren neu aufgelegt worden. Man kann es so sagen, weil sie sind jetzt im Cartoon-Look. Und ich habe hier wirklich 2 absolute Highlights und ich finde die richtig klasse. Und ich musste mir einfach zulegen, weil es ist, das ist ein Nostalgie-Feeling. Und die in Box zu haben oder überhaupt eine Box ist mega. Hier haben wir Blaster zusammen mit Steeljaw, einer Kassette. Und ihr könnt sehen, es ist im alten Design, auch wenn hier 40 Jahre Transformers steht. Hier ist er zusammen mit der Kassette, ihr könnt es hier sehen. Und hier ist die Figur drin, die wird auch nicht ausgepackt. Im Endeffekt habe ich die Figuren auch lose, bis auf den Steeljaw. Den habe ich nicht lose, aber die sind ja richtig schön gemacht. Jetzt im Cartoon-Look, hier hinten könnt ihr sehen, aber auch wie früher. Und ihr könnt hier ganz leicht sehen, da ist das neue Hasbro-Logo. Also in dem Sinne ganz leicht zu erkennen, dass es auch neu ist. Früher waren auch das in Styropor und da waren auch nicht diese Bänder einfach. Richtig schönes Stück. Das ist übrigens die erste Auflage, die auch in Deutschland erschienen ist. Es gab schon mal eine Auflage, die habe ich auch mir mal zugelegt. Die zeige ich euch jetzt. Das ist die aus Amerika, habe ich mir sie bestellt. Oder über, na, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie hatte ich sie mir bestellt. Das ist von Walmart gewesen. Walmart ist eine große Supermarktkette, kann man so sagen. Und die hat teilweise Verträge und bringt exklusive Sachen raus. Da haben sie auch einige Transformers rausgebracht. Das sind auch Neuauflagen oder Reissues, wie man so sagt. Wiederauflagen, die sind teilweise auch ein bisschen abgegradet. Da gab es zum Beispiel ein Starscream, da war dann auch eine kleine Waffe dabei von Megatron, dass man die in die Hand geben konnte. Und ja, hier könnt ihr sehen, das ist das Reissue. Auch richtig schön.
Und ihr könnt jetzt hier die Unterschiede ganz leicht sehen. Oder leicht ist gut gesagt. Also boxmäßig sind die identisch, aber die Figuren unterscheiden sich schon. Hier sind die Aufkleber drauf gedruckt, können man auch direkt sehen. Und hier sind sie geklebt, wie früher. Und hier hat auch ein Rubbel-Logo. Ihr könnt hier sehen, das ist ein Aufkleber und auch das Rubbel-Logo ist da drauf. Richtig cool. Also auch eine Figur, die mir sehr gut gefällt. Blaster ist halt auch ein Stück Kindheit. Und wenn ich jetzt mir das so direkt angucke, habe ich das Gefühl, der ist ein bisschen dunkelbrauner und der ist ein bisschen hell oder so braungrau und der ist so richtiges Grau. Auf jeden Fall richtig cool. Die Klappe kann man aufmachen und da konnte man das Tape dann reinstecken. Regulär war kein Tape dabei, das gab es dann irgendwann einzeln. Hier sind jetzt beide zusammen und das macht es natürlich auch aus. So, und ich kann euch parallel auch noch meinen Blaster, das ist wirklich ein aus von 1985, das müsste sogar noch der MB sein, den habe ich schon sehr, sehr früh, habe ich aber einem Kumpel abgekauft, so habe ich nie einen Box gehabt. Richtig cool. Das habe ich hier runter gedrückt. Das Problem ist, die Knöpfe, man kann so ein bisschen drücken, das ist eine Stopptaste. Ich habe echt Angst, dass ich jetzt wieder kaputt mache. Problem ist, ich kriege die Klappe nicht mehr auf. Die Klappe konnte man hier aufdrücken und irgendwie klippte nicht mehr. Ich habe da einen doppelten Laserbeak reingepackt, ist glaube ich auch kaputt gewesen. Auf jeden Fall, ja, deswegen habe ich eben versucht aufzumachen, aber es klemmt. Ich habe echt Angst, ich drücke schon und trotzdem habe ich Angst, dass ich ihn kaputt mache. Also wie gesagt, dass der ist wirklich von 85, mein Kindheit, Transformer und auch einer, mit dem ich viel gespielt habe. Und ihr könnt sehen, sehr akkurat. Und hier könnt ihr ein bisschen sehen, hier sind schon ein paar Unterschiede, dass er ganz anders farbig ist. Richtig cool. Ja. Und wo einer in diesem Form ist, darf ein zweiter nicht fehlen. Soundwave. Auch hier 40 Jahre, richtig schöne Figur. Eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, gerade wegen dem Gimmick. Ihr könnt hier aber sehr stark sehen, dass er sehr viel bunter ist, auch aus Plastik. Während zum Beispiel Laserbeak und Buzzoff sind hier. Also hier ist jetzt Laserbeak dabei, im Original ist Buzzoff dabei. Der ist golden, der ist rot jetzt hier. Und Ravage, der Panther, also das ist im Endeffekt anders. Richtig cool, gefällt mir auch richtig gut. Ja, ihr könnt sehen, 40 Jahre, gleiche Boxart hier hinten. Das berühmte Bild und auch die Tech-Specs, die gab es früher, das war absolut kultig. Und auch dieses Mal kann ich meine Kindheitsfigur, auch ein MB-Transformer, der mich aber auf dem Flohmarkt mal für 2-3 Mark gekauft damals. Und hier könnt ihr sehen, ich habe hier auch Buzzoff drin. Der ist auch heil. Und ihr könnt sehen, er ist hier oben golden. Und in dem Fall ist er auch, sind die auch cartoonartiger, hat hier ganz andere Sticker drauf und Aufkleber auch richtig cool. Und die Kassette, wie gesagt, kann hier rein. Mal zumachen. Und richtig cool, richtig cool. Absolutes Stück Kindheit, ist auch Diecast, also ein bisschen mit Metall, das wird jetzt hier bei den neuen nicht mehr sein, es ist in Plastik. Hier hinten fehlt mir leider die Klappe und hier würden die Waffen reingesteckt werden von ihm, die habe ich nie gehabt. Ich habe jetzt welche, aber noch nicht komplett, bei denen habe ich so mal gekauft und absolut cool. Ich muss dazu sagen, ich habe damals aber auch nicht richtig geguckt, vielleicht lagen die Waffen sogar noch auf dem Tisch oder irgendwo. Ich habe damals, ja, jung. Ich habe ihn 87 bestimmt oder 86 am Flohmarkt mitgenommen. Nur vielleicht so ein bisschen später, ich weiß es nicht genau. Also auf jeden Fall sehr lange her, ich kann mich noch daran erinnern. Aber da war ich noch so, man sah das Teil gleich kaufen und man hat nicht so wie heute, wo man guckt, na, ist da vielleicht doch noch das Teil irgendwo. Ja, das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall. Ja, auf jeden Fall richtig schön und diese Wiederauflagen haben mich, was haben die so gekostet? So um die 40 Euro. Also man kann es sich kaufen, wenn der hier schon, wenn ich ihn jetzt kaufen möchte, schon das Vierfache oder das Dreifache kostet. Ne? So kann man mit 100 Euro jeweils rechnen vollständig, vielleicht sogar ein bisschen mehr, 150. In Box möchte ich gar nicht reden, da kosten die Originale, kann man so bis zu 200 Euro hinlegen, mindestens.
Hier in Deutschland vielleicht ein bisschen mehr als in Amerika. In Amerika sind die etwas häufiger. Aber wenn man die MB-Box hat, die halt mit Deutsch, die gibt es nicht so oft. Die ist richtig teuer. So, lange Rede, viel zu viel Gelaber. Ich habe noch ein paar Transformer. Habe ich mir hier nur hingestellt. Und ich habe hier 4 Transformer, die ich einem Kollegen abgekauft habe, der seine Sammlung ausgedüngt hat. Das sind wirklich 4 G1, die ich so noch nicht besessen habe, überhaupt nicht besessen. Deswegen habe ich auch sie ihm abgekauft. Und zwar habe ich jetzt hier einmal Apeface mit seinem Headmaster. So, vorsichtig, ich nehme die jetzt hier vorsichtig raus aus der Tüte. Das sind jetzt alle in Tüten verpackt. Ich habe sie für Fotos fotografiert. Ich werde die jetzt nicht hier verwandeln vor der Kamera, so meine ich das, sondern ich werde euch die Fotos einblenden. Das ist jetzt Apeface. Ich zeige euch den Apeface jetzt einmal so. Hier ist der Headmaster. Das ist ein Headmaster. Ich habe jetzt leider vergessen aufzuschreiben, wie die Headmaster hießen. Als Kind konnte ich die alle auswendig, auch wenn ich sie nicht besessen habe. Und inzwischen habe ich das schon vergessen, aber wie gesagt, Apeface hier und richtig cool. Kann sich als Affe verwandeln, ist natürlich sehr rudimentär, aber ich sagte das schon vorhin zu meinem Bruder, heute die Figuren, gerade die, haben so viele Stufen, um sie zu verwandeln, dass es viel zu lange dauert. Das hier geht ruckzuck, wenn man weiß, wie es ist. Ich hoffe, ich habe den jetzt richtig verwandelt, weil ich habe keine Anleitung von diesen Figuren und ich habe sie noch nicht eben halt vorher gehabt, deswegen musste ich so ein bisschen nach Bildern gucken. Aber es ist leichter zu verwandeln, es geht schnell, man kann schnell weiterspielen. Ich brauche keine halbe Stunde, um eine Transformer-Figur dann zu verwandeln. Das ist das Einzige, es ist natürlich auf Erwachsene gemünzt, dass sie wesentlich realistischer aussehen, aber damals wollte man spielen und da war das Realistische nicht so wichtig wie heute bei den Erwachsenen. No, auf jeden Fall Apeface, richtig klasse, richtig tolle Figur, kann sich als Affe verwandeln und als Roboter und ist ein Jet, ein Turbo Changer, richtig cool. Deswegen habe ich euch die Bilder auch alle, blende ich euch ein. Also im Endeffekt könnt ihr sehen, Affe, Roboter und Jet. So wollte ich sagen. Das Coole bei den Headmasters ist, ich habe das jetzt als Foto auch gezeigt, die haben eine Klappe, hier wie hier, die kann man aufmachen und dann kann man sehen, ob sie... kann man sozusagen die Stärken sehen von dem Headmaster. Wenn er dann draufgesteckt wird, seht ihr, ist entsprechend Speed, Strength und Intelligenz. Also Schnelligkeit, Stärke und Intelligenz wird dann angezeigt. Richtig cooles Feature, total unsinnig, aber lustig. Und könnt ihr sehen, ich habe es auf den Fotos, das sieht richtig cool aus. So, das ist ein Decepticon und jetzt habe ich hier 3 Autobots. Und zwar kommt hier jetzt das ist Brainstorm, auch einer, den ich nicht besessen habe. Wie gesagt, hier in den schönen Tüten. Alles wunderbar verpackt. Das fühlt sich auch wertig an. Ich habe ihn jetzt hier als Roboter. Kann sich in einen Jet verwandeln. Und hier haben wir, wie gesagt, der Headmaster drauf. Und den kann man abziehen. Und dann drauf. Auch hier könnt ihr sehen, als Foto habe ich die Textbacks, wie ihr sehen könnt, welche Stärken der Headmaster hat. Das Coole, das kann man auch sehen bei dem Apeface. Man kann den Headmaster dann später, wenn er verwandelt ist, hier ins Cockpit packen. Ich finde richtig cool, dass sogar auch Armaturen sozusagen hier als Aufkleber drin sind. Das heißt, er steuert den Headmaster. Der verwandelt sich als Raumschiff, kann man so sagen. Und irgendwo sehr lustig, ist auch wirklich passend wie das damalige Diaclone-Gimmick. Diaclones, die Ur-Transformer, die hatten kleine Figuren, denn die Roboter waren nicht wirklich lebendig. Das waren Fahrzeuge, im Endeffekt Werkzeuge, die benutzt wurden im Endeffekt, so wie wir auch Autos benutzen, wie wir Jets benutzen, waren keine Lebewesen und somit war ein Pilot notwendig. So, und deswegen gibt es die alten Transformer, das ist jetzt nicht bei diesen der Fall, denn die kommen aus einer anderen Diaclone-Linie, kann man sagen, aus der Microchains-Serie. Da gab es Waffen, da gab es eben halt Teile. Das waren sozusagen der Gag, diese verwandelten Radios und Pistolen und so weiter. Das war so
wie so ein geheimes Feature. Und ich kann dazu noch sagen, im Original damals hatten die eine Radiofunktion. Da konnte man einen Kopfhörer anschließen. Ihr könnt es hier noch sehen, hier ist diese Klappe. Also bei dem ganzen Original, nicht bei denen, was bei Total Transformers rausgekommen ist. Wie gesagt, in Japan gab es das auch nur, da war ein Radio eingebaut. Und dann gab es hier irgendwo, ich weiß jetzt nicht an welcher Stelle, auch ein Stecker. Ich glaube hier irgendwo an der Seite muss es gewesen sein. Da war dann ein Klinkenstecker und man konnte einen Kopfhörer eben halt anschließen und konnte mit dem Kopfhörer Radio hören. Das ging auch bei Soundwave übrigens. Warte, das auch. Richtig cool. Ja, aber jetzt sind wir hier bei Brainstorm. Figur hatte ich auch noch nicht in meiner Kindheit. Ich kannte die Folgen, als die bei uns in Deutschland kurz erhältlich waren, hatte ich kein Geld. Muss ich ganz ehrlich sagen, und konnte mir die nicht leisten. Habe mich auf andere, die ich mir leisten konnte, beschränkt. Gut, ein paar große wie Metroplex und so. Aber ja, jetzt habe ich mir das Geld und naja, Geld, ihr kennt das selbst, man hat es, man hat es nicht. Auf jeden Fall habe ich sie mir jetzt für die Sammlung zugelegt und ja, freue mich, dass die in einem schönen Zustand sind. Ich achte dann natürlich auch, dass sie komplett sind, wenn es möglich. Sagen wir es mal so rum. So, zwei weitere habe ich hier noch. Und zwar, das müsste... Jetzt bin ich wieder, weil ich es vergessen habe aufzuschreiben und mein Gedächtnis nicht auf... Das auf jeden Fall müsste das jetzt Sure Shot sein. Wenn steinigt mich, ja, könnt ihr machen, aber egal. Das müsste Sure Shot sein. Auch ein Autobot, ein Target Master. Das ist jetzt schön als Auto, als so ein Buggy, finde ich richtig cool. Die Figur verwandelt sich sehr, sehr einfach. Ihr könnt es sehen, ich habe es ja fotografiert. Und der hatte einen Target Master, sozusagen, der hat ein Head, also ein Kopftransformer. Und der hat einen Target Master, das ist eben halt die Pistole. War ganz simpel, klappte ihn nur um. Und dann konnte man ihn zum Beispiel auch hier aufs Auto stecken. Und dann konnte er schießen. So kann man es auch sagen. Richtig cool. Finde ihn richtig klasse. Wie gesagt, habe ich meiner Kindheit nicht gehabt. Von den großen Target Masters und Headmasters habe ich damals mir keinen kaufen können. Ich habe dann die Junior Headmaster und Target Master gehabt. Inzwischen habe ich aber ein paar mir zugelegt. Ihr habt das mal in anderen Pickups gesehen. Ich habe einen Cup Target Master und ja, ansonsten, nee, nicht mehr so viel habe ich gar nicht. Und ich habe dann die Neuauflage von Hot Rod und da habe ich dem die Waffe gegeben. Ich habe einen kleinen Target Master von Hot Rod und der passt da perfekt. Ja, wie dem auch sei. So, und jetzt habe ich hier noch Pinpointer, müsste das sein. Hoffe ich, dass ich mich jetzt nicht täusche. Na egal, jetzt ist sowieso zu spät, ich habe es gesagt. Ist auch ein Auto. Ein Target Master ist jetzt ein bisschen Gebrauchsspuren oder ist ein bisschen ausgeleiert. Ist nicht schlimm. Ist eben halt ein Geländewagen, kann man so sagen. Ein bisschen zeitfrei. Fährt auch richtig gut. Keine Gummireifen, das war jetzt nicht mehr in die Zeit. Der hat auch Plastikreifen. Es gab noch die ersten Auflagen bei manchen Transformers, die hatten Gummireifen. Ja, kann sich auch als Waffe verwandeln, die man hier auch raufsteckt. Gibt es inzwischen auch eine Neuauflage in dieser Art von den neuen, da von dem. Aber auch richtig schön, habe ich auch nie in meiner Kindheit gehabt. Ja, was man hier aber sehen kann, im Gegensatz zu anderen, ich mache das mal ganz vorsichtig, hier den Arm. Und zwar, hier hat sich das Plastik verfärbt. Ihr könnt es sehen, ihr seht hier das Dunkel. Und hier könnt ihr sehen, das Blau war im Original. Also die Zeit, und ihr könnt auch sehen, hier ist es. Das Blau ist wesentlich heller. Das ist wirklich sind zwar mehrere Teile, aber die anschließenden auch hier an der Seite sind verfärbt. Das seht ihr, was die Zeit alles machen kann. So, und war natürlich hier unter geschützt. Das heißt, die Sonne, ja, hat leider ihren Schaden angerichtet. Ja, gut. Den Schaden habe ich aber jetzt nicht angerichtet, denn alles hat funktioniert. Ich konnte euch meine Neuheiten zeigen. Also ich bin hier richtig happy. So viel Nostalgie, so viel Kindheit, so viel Jugendgefühl. Weil, wie gesagt, ich hätte die gerne gehabt damals in Kindheit. Ich habe sie gesehen im Laden. Die gab es in Deutschland zu kaufen, aber um 87 herum. Die wurden auch nicht beworben. Es gab kein Cartoon, aber ich habe sie gesehen. Ich habe auch einige gekauft. Jetzt habe ich sie in meiner Sammlung.
Ich habe hier ein paar meiner Highlights. Ich habe hier schönes neue Promos. Stickertüten, das ist wie damals. Auspacken brauche ich es nicht, weil ich habe es vollständig. Ich wollte sie auch geschlossen haben. Das ist einfach Kindheit pur. So, und jetzt seid ihr dran. Was ist euer Highlight? Was hattet ihr in der Kindheit? Lasst es mich wissen, down in den Kommentaren. Ansonsten ein Abo, ein Like, ja, Kommentare. Das ist das Wichtige. Und wir hören, sehen und ja, sprechen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Was für ein Kuddelmuddel. Ich hätte doch lieber aufschreiben sollen die Namen der Targetmaster und Headmaster. So wusste ich nur Apeface, aber Brainstorm habe ich mich vertan und auch bei Crosshairs und SureShot. Ich muss mir echt Notizen machen und nicht einfach nur nach dem Bauch labern. Ja, da spricht ein G1-Experte. Ich gelobe Besserung. We'll be right back.